Willkommen zurück. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, wieder da seid. Bei uns geht's weiter mit dem nächsten Talk. Wir haben zu Gast Kim Norman Saam und Alexander Trost von der Cloudicle. Die werden aber weniger über Cloudicle erzählen, sondern ein bisschen mehr über Rook.io. Rook.io ist ein Open-Source-Projekt und im Talk geht es darum, Storage zu verwalten für Container in Containern. Viel Spaß, eure Bühne. Danke. Ja. So. Genau. Wir sind von der Cloudicle. Wir werden euch heute über Storage für Container in Container erzählen. Oder eher auch, wie der Untertitel entsprechend sagt, Where has my data gone now? Ja, Kim, willst du mal gerade was zu dir sagen? Also ich kann gerne was zu mir sagen. Hallo, Kim Norman Saam, CTO von Cloudicle. Ein technischer Background ist vorhanden. Ich war mal wirklich Ops, also auf der guten Seite der Macht. Starker Storage- und Infrastruktur-Background. Jo. Und ja, ich bin Alexander Trost, DevOps-Ingenieur vom Titel. Am Ende des Tages, ich weiß, ich behaupte mal, jeder kennt es irgendwo ein bisschen von allem. Hauptsächlich aber unter anderem Rook, Storage also. Und ja. Genau. Mit der Agenda steigen wir erstmal hauptsächlich bei dem Punkt Storage für Containerized Applications ein. Dabei werden wir mal kurz auf CSI, also Container Storage Interface, eingehen. Warum das nicht auch eher mehr oder weniger so wichtig ist, was dein Rook ist, wie Rook in welchen mehr oder weniger eher in welchen Szenarien Rook helfen kann, oder speziell also Rook Ceph und die Challenges unter anderem dahinter auch. Worauf Kim kannst du ja wahrscheinlich nochmal gerade Punkte dazu sagen zu den Challenges. Genau, einfach dieses, lass uns doch mal anschauen, was für Vorteile bietet uns denn Rook, wie sieht es denn aus? Block Storage, File System, Object Storage, was sind die Unterschiede, wann brauche ich was und was hat eigentlich Rook und Ceph damit zu tun? Wie wähle ich denn das richtige Storage, den richtigen Storage-Typ aus? Und einfach generell Richtung Second Day Operations geschaut, wie handelt man so ein Cluster, was gibt es zu beachten? Gerade auch das Thema Georeplikation sind Fragen, die oft aufkommen, wie kann man damit umgehen und auch generell dann Disaster Recovery, Restore, brauche ich das überhaupt? Backup ich? Wie backup ich? Wir schauen mal, was da Schönes kommen wird. Ja, dann runden wir das Ganze noch mit einem kleinen Summary ab, aber dann steigen wir erstmal direkt ins Thema ein. Storage für Containerized Applications. Da gibt es eigentlich zum Großteil einfach nur zu sagen, Container Storage Interface, nicht CSI. Der Punkt, warum CSI nicht so wichtig oder einfach auch als, was ist, einziger erwähnenswerter Punkt in Anführungsstrichen ist, dass das CSI ermöglicht es in Container-Orchestrationsumgebungen wie Kubernetes, Mesos und entsprechend ein Interface zu haben. Ein Interface zu haben, bei dem sich die Storage-Backends, also zum Beispiel auch ein Ceph und ein Container-Orchestrator, was sie zu implementieren haben, damit man als User Storage konsumieren kann. Das ist so der Hintergrund von CSI. That's im Endeffekt all. Es ist eine entsprechende Spezifikation. Die kann zum Beispiel Ceph implementieren. Es gibt den Ceph CSI Driver entsprechend. Und dann zum Beispiel Container Orchestrator, wenn ich zum Beispiel Kubernetes oder auch wie schon Mesos zum Beispiel erwähnt, implementieren, um ohne weiteres einfach von zum Beispiel dem Ceph dann oder anderen Storages Storage zu bekommen und für die Nutzer zur Verfügung zu stellen. Alex, klingt für Das ist mich das nach, Problem. ich habe eine standardisierte Schnittstelle. Ich muss mich nicht darum kümmern, was ich für ein Storage hinten dran habe. Ich kann einfach konsumieren. Mich interessiert nicht, Nein. ob es was anderes ist. Ja, es ist leider meistens etwas komplizierter, also zumindest sowas wie Access Credentials für das entsprechende Storage nach hinten hin müssen dann meistens zur Verfügung gestellt werden. Aber naja, für die Normalfälle, zumindest auf Ceph mal übertragen, ist es halt man muss einen Storage Pool in Ceph erstellt haben. Dann muss man auch noch die Credentials für diesen Storage Pool dem CSI Driver dann zum Beispiel in Kubernetes zur Verfügung stellen. Und um es mal blank zu sagen, that's it normally. Also dann hat man an sich
Ceph Storage in Kubernetes recht einfach per sogenannter Storage Class. Wir sind ja in der Welt von Kubernetes hier ja dann schon gelandet. Per Storage Class und dann für die User per Persistent Volume Claim, mit dem ich ja entsprechend, wie der Name schon vermuten lässt, Persistent Volume, ich drück's mal anders aus, Persistent Storage claimen kann. Also zum Beispiel in dem Claim sage ich, hey, ich möchte 25 GB an Storage. Und dann ist entsprechend, ich sage jetzt mal einfach auf wirklich so ausgedrückt, die Magie im Hintergrund redet mit CSI, um ein Volumen entsprechend zu kriegen. Und Kubernetes zum Beispiel behält ja auch nochmal den Überblick über die entsprechenden Methodiken wie Persistent Volume Claim und Persistent Volume darüber. Und am Ende ist es eine recht einfache, easygoing Experience für den User da, zum Beispiel für eine MySQL halt mal Storage zu kriegen. Genau, bei dem Thema mit CSI, da sind wir auch schon eher auch gerade in Ceph so ein bisschen reingekommen, sind wir schon bei What is Rook? Was ist denn nämlich das tolle Rook? Wovon ich auch natürlich das passende T-Shirt für den Talk anhab, um es mal erwähnt zu haben. Rook an sich ist speziell für Kubernetes gedacht, nämlich Storage in Containern, in dem Fall speziell halt effektiv Kubernetes gesehen, nämlich Operator für Storage. Wir werden gleich nochmal auf Operator eingehen. Der Hauptaspekt aber, der hinter einem Operator steht, auf Kubernetes bezogen ist, dass es effektiv ein Automatismus ist für zum Beispiel das Deployment, Bootstrappen von dem Storage, in dem Fall zum Beispiel Ceph, Konfiguration von dem Storage, Upgrades managen vom Storage und so weiter. Also all diese Aspekte, die man sonst, um auch sozusagen aufs, ja, auf die reale Welt zurückzukommen, die man sonst früher hat mit Ansible groß managen müssen oder nicht SolStack, das andere. Doch, das ist auch SolStack. Puppet Chef und so die ganzen Tools. Was ja natürlich grundlegend bis zu einem bestimmten Grad ein vollkommener valider Punkt ist, zum Beispiel Ceph-Cluster zu managen. Doch zumindest je nachdem, wen man fragt, ist es immer einfacher jetzt geworden, einfach einen Server zu einer Kubernetes-Node zum Beispiel zu machen. Und da dann in dem Fall zum Beispiel über Rook Ceph dann die Platten, die in einem Server sind, entsprechend zu discovern, also, und dann entsprechend Ceph sozusagen darauf zu deployen, anhand dieser sozusagen dynamisch gesammelten Informationen. Und das sind halt genauso Punkte, wo speziell Rook nicht nur für Ceph, auch für andere Storage-Backends. Wir konzentrieren uns aber hauptsächlich auf Ceph heute. Ja? Wir haben jetzt rausgefunden, Rook ist ja selber gar nicht eigentlich das Storage-Backend. Rook ist ja eher so das Framework drumherum, um es zu deployen, diese ganze Housekeeping- und Lifecycle-Geschichte zu machen. Was für Storage ist denn neben Ceph noch supported aktuell? Unter anderem gibt es NFS als Storage, also blanken NFS-Server. Man findet halt leider doch noch, wenn man nicht gerade Ceph schon am Laufen hat, doch noch Verwendung. Und auch, passenderweise gibt es auch eine Möglichkeit, NFS per Ceph zu betreiben. Das ist dann per CephFS, um da schon mal vorzugreifen. Was halt, wie wir es ja gerade schon gesagt hatten, halt doch immer noch auf Einsätze für ein bestimmtes Szenario einfach benötigt wird. Für Ceph gibt es ja auch die Möglichkeit, eigentlich sogar Samba anzubieten über Ceph, wobei... Nein? Kann man machen, muss man aber nicht. Genau, okay, ja, genau, das fällt dann eher in die Kategorie, aber es gibt halt Fälle, wo das halt sinnvoll sein kann, wenn man speziell in einer Windows-lastigen Umgebung noch unterwegs ist, da ist so Samba ja halt doch noch recht praktisch zu haben. Ja. Aber der Aspekt wirklich ist, also um auf Rook da zurückzukommen, als Framework ja dann, Rooks Ziel an sich ist es, ein Framework zu sein, also für so viel wie es geht eigentlich am Ende auch Storages, entsprechend mit zum Teil gleiche, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Festplatten auswählen muss, dann ist da zum Beispiel ein Ceph natürlich als zum Beispiel als erster Kandidat, einer der Vorschreiter, was das angeht, aber es gibt auch andere Storages, die ja auch Festplatten sozusagen auswählen müssen, sage ich jetzt mal. Das sind genauso Aspekte, wo der Aspekt von Rook, dass Rook ein Framework ist, als Hauptziel am Ende auch auftauchen. Dass man eben diese Common Grounds findet und die dann entsprechend nicht
Code, also dupliziert vom Code her, sondern entsprechend zusammenführt und eben auch einfacher vom Testen das Ganze hat am Ende. Und ich kann auch nur mal noch schon, ja, ich hatte gestern einen Anruf von einem Kunden, der unter anderem RUCSEF betreibt, der gemeint hat, ja, wir würden gerne Ceph-Update machen, die und dann halt gemeint, ja, also natürlich nicht im Negativen gemeint, aber so in die Richtung mit, ja, und warum müsst ihr jetzt unbedingt anrufen? Ja, wir brauchen noch groß doch da hier dies und das irgendwie. Und so, aber, nee, du gehst in die Config sozusagen des Ceph-Clusters, trägst die Version ein und RUG Ceph-Operator, das ist nicht genau der Punkt, wo diese Automations mit reinkommen, übernimmt die Arbeit, geht zu Ceph und fragt, hey, kann ich zum Beispiel einen OSD stoppen? Das ist ja zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Ich kann natürlich jederzeit einfach einen OSD, ein OSD ist effektiv der Datenspeicher von Ceph, einfach stoppen. Aber der Operator kümmert sich auch drum und sagt zu Ceph, hey, kann ich den wirklich gerade stoppen? Zum Beispiel nicht, dass dann das Cluster anhelfen wird, also zum Beispiel Daten degradiert werden würden dadurch. Das sind alles so Aspekte, die der Operator mit bei so einem Update zum Beispiel bedenkt. Also wir können saubere Rolling Updates fahren, ja, ohne uns genau den Cluster völlig zu zerschießen. Ja, da hat zum Beispiel genau der Kunde dann zwar nur einen kleinen Sprung, aber doch auch einen Sprung, wenn man so manche ältere Ceph-Cluster sich anschaut, von, glaube ich, Version 15.2.4 ohne weiteres auf 15.2.5 gemacht. Und auch trotz dessen, dass wenn natürlich so ein Datenspeicher, so ein OSD zum Beispiel downgenommen wird und der ja gerade dann auch wieder neu hochkommt, wird trotz dessen entsprechend der Gesundheitszustand des Clusters überprüft, dass dann natürlich auch nach dem Update nichts irgendwie böse läuft. Und dank auch einfach der Kubernetes, durch diese einfache Möglichkeit, ohne weiteres halt, ja, die Services neu zu starten, ohne jetzt irgendwie groß per SSH oder mit irgendeinem Agent direkt. Gut, Kubernetes hat ja effektiv einen Agent auf den Systemen laufen, so wäre es ja nicht. Aber ohne jetzt unbedingt per SSH erst auf einen Server zu müssen, kann dies einfach per, wir starten halt sozusagen einen neuen Container mit der neueren Ceph-Version. Und that's it. Also das ist auch genau das die Idee am Ende für RUCSEph dahinter. Das halt eben per Container und alles werden die OSDs entsprechend vorbereitet, wenn man zum Beispiel ein neues Cluster erstellt oder neue Server hinzufügt. Und das halt alles entsprechend im Rahmen von, man fügt diesen Server als Kubernetes-Node hinzu und innerhalb von, je nachdem, wenigen Sekunden sollte es dann sogar so sein, dass dieser neue Server zum Beispiel direkt erkannt wurde und alles Notwendige auf diesem Server gestartet wird als Container, um dann zum Beispiel die Festplatten, die dort sind, zu erkennen und dann auch am Ende zum Beispiel zu einem Ceph-OSD, also zu einem Datenspeicher zu verwandeln, so gesehen. Und ja, das sind so die Aspekte am Ende, wenn man mit Kubernetes und auch einfach damit RUG unterwegs ist, halt als Punkte hat. Ja. Sehr cool. Kurz mal noch zu RUG selbst. Wir haben vor ein paar Monaten die Version 1.4 released, haben auch schon, wie es ist Software, ein paar Patch-Releases natürlich gehabt, um entsprechend die Stabilität zu garantieren. Das GitHub-Projekt hat um die 7400 Sterne. Yay! Yay, wir haben... Hä? Einer ist von mir. wir haben unglaublich viele Downloads. Es ist, die Summe hört sich gigantisch an, aber selbst auch rein vom Projekt RUG selbst und auch zum Beispiel von Kunden, die wir als Cloudical haben, können wir sagen, dass es einige Firmen gibt, die RUG Ceph in Production auch haben. Also es ist nicht nur dieser Fiebertraum mit, oh, jetzt packen wir da mehr Isolation wegen Containern drum, sondern es gibt auch, und naja, dann funktioniert das irgendwie, sondern es funktioniert bei Kunden auch schon. Das ist ein schöner Aspekt, den man, wie gesagt, speziell durch eigene Kunden, aber auch durch die Community, die immer wieder sagt, hey, danke, dass ihr uns da irgendwie das Projekt habt, wir laufen schon seit x Monaten sogar schon in Production und so, ist immer wieder toll zu sehen und zu hören und auch gut dort, dass es viele Contributor zum Projekt her gibt. Und das beste Ereignis jetzt in den letzten paar Wochen, trotz der aktuellen Umstände, das RUG-Projekt ist offiziell von der CNCF graduated
Also effektiv nochmal auch das Signal, wir sind auch zu einem Stand, dass es nochmal auch reifer ist und einfach seitdem wir ja mit den verschiedenen Stufen, die die CNC öfter hat, entsprechend geschafft haben, da durchzukommen. Das ist ein gigantischer Schritt für uns. Das ist auch ganz wichtig nochmal hervorzuheben. Also das ist wirklich der Fall. Das ist ein stabiles Produkt, was ohne Probleme produktionsreif eingesetzt werden kann. Das ist nicht dieses, zwei Contributor haben das mal irgendwann in der Nacht- und Nebelaktion am Wochenende zusammengecodet und jetzt versuchen wir, Ceph in Kubernetes abzubilden. Das ist wirklich etwas, wenn man es auch anschaut, wer die Kontributoren sind. Da sind die Distributoren wie SUSE und Red Hat dabei, die vermutlich in den nächsten Releases auch auf diesen containerisierten Zug aufspringen werden, gegebenenfalls ihren Enterprise Storage auch in einer containerisierten Form anbieten werden oder gerade dabei sind, das schon anzubieten. Das ist sehr wichtig. Wir haben viele Kunden, die Rook sehr erfolgreich in der Produktion betreiben. Ja, das kann ich auch nur nochmal unterstreichen, also speziell auch bei genau den Storages in Richtung Enterprise. Ich weiß, für manche hört sich das garantiert das wiederum wie ein Fiebertraum an. Aber zum Teil, zumindest, naja, für manche Leute ist es am Ende eigentlich einfacher, den Server einfach zu einem Kubernetes-Knoten von einem Cluster zu machen. Weil, wenn man drüber nachdenkt, solange jetzt nicht gerade irgendwie 50 Firewalls dazwischen sind, solange die Server kommunizieren können, kann man da auch recht einfach, wie wenn man zum Beispiel Puppet drauf hat. Bei Puppet ist ja auch am Ende ein Client meistens drauf. Ja, ich halt Puppet mal zum Beispiel, der am Ende entsprechend zu einem zu einem zentralen System in irgendeiner Form oder was connecten muss. So ist es ja am Ende auch mit Kubernetes. Es gibt halt die zentrale API und das kann halt je nachdem auch einfach sein. Also speziell auch so ein bisschen allgemein sozusagen für Kubernetes gehend, kann ich sagen, in verschiedenen Projekten jetzt auch immer stärker genau auf den Punkt umgesprungen mit, ach, lass einfach Kubernetes-Knoten drauf machen, dann haben wir ja aufgrund der Methodiken, Technologien, Features in Kubernetes, zum Beispiel innerhalb von wenigen Sekunden direkt unser Monitoring für den Server, also der Node-Exporter zum Beispiel von Prometheus und auch noch andere Komponenten, zum Beispiel für Logging und ähnliches, die ich einfach schnips, Server hinzugefügt, und schon werden diese Container, diese Komponenten am Ende auf diesem System einfach mitlaufen. Das sind halt so Aspekte, die natürlich, also wenn man noch nicht so erfahren mit Kubernetes, natürlich auch problematisch sein können. Aber wenn man da auch bis zu einem bestimmten Grad ist, ist es halt genau dieser Aspekt von, ja, ich möchte jetzt meinen Node-Exporter updaten. Ja, dann gehe ich, editiere ich meinen Daemon-Set, ist es meistens von der Kubernetes-Terminologie. Dann ändere ich da das Image, also die Version, die dann vom Node-Exporter laufen soll. Und dann fängt Kubernetes an, Stück für Stück halt überall das Update zu machen, ohne dass ich groß was tun muss. Und das ist halt genau auch einer dieser Aspekte, wie gesagt, wo Rook einfach mit abschöpfen kann durch Kubernetes. Ja, das ist halt gerade für Operations sehr interessant. Klar, die Einstiegshürde ist ein bisschen höher, wenn ich noch gar kein Know-how habe, sowohl von Ceph als auch von Kubernetes. Aber im Operations, im Daily Doing, es nimmt einem so viele Arbeiten mit, wenn man diese Standardisierung und den hohen Grad der Automation direkt konsumieren kann. Genau, wo wir auch bei dem Thema mit Automatisierung und auch Operator ja waren, Herr, das ist so am Ende der Flow vom Operator. Der Operator observed, also in dem Fall speziell auf Kubernetes übertragen, watched auf Objekte, die zum Beispiel ein Ceph-Cluster-Objekt, da werde ich auch gleich nochmal ein Beispiel zeigen. Der Operator sozusagen analysiert das, der hat zum Beispiel noch, setzt seine Defaults in diesem Objekt und validiert noch dieses Objekt und so und guckt halt, was er dann auch ändern müsste. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ja wie beim Ceph-Update als Beispiel eine neue Ceph-Version hätte, dann würde der Operator zum Beispiel merken, oh, da gab es eine Änderung zum jetzigen Stand und zum neuen Stand und geht dann entsprechend her und führt dann die Update-Logik halt aus entsprechend. Also agiert, acted dann darauf hin und sozusagen wartet dann wieder auf ein neues Event sozusagen, auf eine neue Änderung, auf die er reagieren muss. Genau. Und da kommen wir auch direkt genau zu dem Beispiel, was ich gerade gemeint hatte. Der Punkt mit Kubernetes ist, dass an sich, auch wenn es zum Teil eher, sag ich mal, lachhaft immer mehr ist mit, ja, es ist überall YAML. Ich kann das auch verstehen, als jemand, der wirklich viel mit Kubernetes arbeitet, da hängt einem irgendwann YAML aus den Ohren raus. I get it. Bei Ansible ist das aber auch nicht unbedingt besser. So, jetzt habe ich es gesagt. Und lieber YAML. Ja, genau. Ja. Der Punkt am Ende ist,
Ich habe in dieser Definition, ich habe die halt in Train abgekürzt, es wäre nicht möglich, halt die einfach verschiedenen Konfigurationen alle hier aufzuzeigen. Der Hauptaspekt ist, ich kann meine Image-Version von Ceph hier einfach festlegen, nochmal auch andere Parameter. Der Punkt ist, ich habe es in der YAML-Definition. Ich kann, wenn ich wollte, das Ding in mein Git einchecken. Es ist YAML, da ist also nichts, wo man jetzt irgendwie groß, sag ich mal, Angst vorhaben müsste, dass es im Git ist direkt. Weil gut, bei Secrets nochmal dahingestellt, da hat man ja vielleicht Tools wie Vault oder GitCrypt oder ähnliche Tools oder auch Ansible Vault. Punkt ist, ich habe grundlegend eine YAML-Definition, in der mein Desired State ist. Und wie wir es ja gerade mit Operatoren her hatten, wenn ich entsprechend meinen Desired State ändere, dann bekommt der Operator das mit, analysiert den jetzigen Stand mit dem, was gewollt ist, und führt dann entsprechend seine Aktionen, also sein Act sozusagen durch. Genau. So, wie kann jetzt aber RookSafe hier groß unbedingt helfen? An sich, einfach mal auf diese drei Punkte, sag ich mal, runtergebrochen. RookSafe kann, also RookSafe, der Operator für Safe, kann Ceph in Kubernetes laufen lassen, direkt, also direkt zum Beispiel die Nodes nutzen, um dort dann Ceph in Container laufen zu lassen. Aber es kann auch, was nicht auch immer stärker, immer wieder auch ein Use Case von Leuten ist, ich habe da schon mein existierendes Ceph-Cluster. Kann ich da dann zum Beispiel recht einfach Storage konsumieren? Und so ein bisschen, dass Rook ja auch ein Auge drauf hat, nenne ich es jetzt mal. Sowas ist grundlegend möglich. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, je nachdem, wie das Ceph-Cluster verfügbar ist von der netzwerktechnischen Seite, kann man sogar so weit gehen, zum Beispiel für ein CephFS, also für ein Ceph-File-System-Storage, den in Containern laufen lassen, sodass man seine eigentlichen Ceph-Komponenten, wie Monitore, OSDs, um es mal grundlegend einfach erwähnt zu haben, außerhalb weiterhin hat, sozusagen extern gemanagt, aber Rook für dieses Cluster zum Beispiel speziell dann das Management von diesen Punkten übernehmen kann, also zum Beispiel vom Filesystem oder auch von grundlegenden Storage Pools. Und damit decken wir eigentlich auch grundlegend recht viele Punkte ab, die als Use Cases sind, wo einfach auch Rook dann am Ende, sag ich mal, mithelfen kann, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Wenn ich Rook mit im Cluster laufen lasse. Ich habe jetzt Rook zusammen mit meiner restlichen Kubernetes Workload. Beeinträchtigt sich das? Es kann sich beeinträchtigen. Da ist es aber eher so diese Abwägung von Load von der Applikation und Ceph dann am Ende. Also ab einem bestimmten Punkt wird es immer Sinn machen, das auch das gleiche für normale Applikationen, zum Beispiel die Applikation isolierter laufen zu lassen. Je nach zum Beispiel, wenn ich halt eine Applikation habe, die alle 2 Stunden Vollturbo gibt und jeglichen Core verschlingt, den ich eher, weil ich zum Beispiel keine Ressourcenlimitierung gesetzt habe für die Applikation in meinem Kubernetes-Dort, dann wird das auf jeden Fall Ceph beeinträchtigen. Aber da ist es dann, wie gesagt, genau der Aspekt eigentlich durch die Mittel, die Kubernetes einem gibt, dass man entsprechende Ressourcen-Requests, also das ist Minimum sozusagen da, und auch Ressourcen-Limits Ceph und aber auch speziell den Applikationen gibt. So dass man dann eigentlich anhand entsprechend der Ressourcenauslastung von den Applikationen reagieren kann und entsprechend Feintuning machen kann an den Ressourcen, Requests und oder Limits, um entsprechend Performance zu gewährleisten von Ceph, aber auch den Applikationen am Ende. Das ist genau auch wieder der Punkt von Kubernetes. Cool. Ich kann das ja on the fly ändern. Neuer Container, neue Limits entsprechend dann zum Beispiel wird erstellt. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, was Kubernetes dann da recht gut prädestiniert eigentlich für. Wäre jetzt noch total toll, wenn es möglich wäre zu sagen, hey Rook, lauf doch bitte nur auf bestimmten Nodes in meinem Kubernetes-Cluster, um mein Storage und meine Applikation voneinander zu isolieren, aber trotzdem alles in einem Cluster verwalten zu können. Das ist auch möglich. Das ist dann über sogenannte Placement-Optionen. Da muss man ein bisschen mit Labeln um sich werfen, um es noch so auszudrücken. Man muss nicht, also im besten Fall gibt man den Servern halt Label mit und auch Taints, wie sich das in Kubernetes schimpft, mit dem man in gewisser Weise, so Taint, sag ich mal, einigermaßen schlecht, sag ich mal, übersetzt, ist effektiv eigentlich Verschmutzung direkt übersetzt. Das heißt, man, in Anführungsstrichen, man verschmutzt einen Server mit einem Taint,
und sagt halt damit nur Applikationen, die ja zum Beispiel tolerieren, dass halt das Label Rucksack mit der und der Aktion da ist. Also ist entsprechende Logik von Kubernetes-Seite dahinter, sowas auch entsprechend zu gewährleisten dann am Ende und auch zu erlauben. So ein Konzept fahre ich zum Beispiel auch gerade in einem meiner Cluster, bei dem ich auch genau gemischte gemischte Workloads und gemischte Server habe. Wenn ich zum Beispiel sozusagen von einem Kunden Server habe, die Kunde A gehören und aber auch Server habe von Kunde B, die sich sozusagen halt die Master, die API-Server also teilen. Mhm. Und da genau auch entsprechende Tolerationen und entsprechende Label an den Servern, sodass die Workload von den Kunden entsprechend nur da läuft, wo es soll. Und dann auch eigentlich, also abgesehen von der API, keine Kontamination sozusagen stattfinden kann. Genau. Spannend. Also kann ich schön mein Storage in meinem Container, in meinem Kubernetes abbilden und kann diesen Storage auch direkt aus dem Kubernetes raus konsumieren. Auf alle möglichen angebotenen Storage-Typen. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Zu den Challenges. Endlich mal Herausforderungen. Ich skippe einfach mal die Liste der Challenges hier. Wir werden eh jeden Punkt entsprechend weiter behandeln. Wir haben nicht jetzt als ersten Punkt mal Block versus File System versus Object Storage. So ein bisschen einfach mal dieses, ja, was ist denn jetzt hier erst davon? Den nehme ich vorweggenommen. Einen Aspekt, den ich immer wieder leider bei Kunden sehe, dass der falsche Storage eigentlich für den falschen Use Case ist. Also man kann sich natürlich immer drüber streiten. Aber für die Leute, die, sag ich mal, so ein bisschen ihr Wissen da schon in Storage haben, wenn ich eine MySQL habe, dann lasse ich die nicht auf einem NFS laufen. Bitte nicht. Just don't, please. Solche Aspekte halt eben. Ja. Denn am Ende, rein vom Vergleich zwischen den drei Storagen, ist effektiv Block Storage eigentlich einfach Raw Storage. Das ist an sich erstmal, wenn man nicht irgendwie groß noch ein Filesystem oder sowas wie XT4, XFS, was es da auch immer gibt, drauf macht, ist das Ding einfach wie eine Disk, die man anstellt, also wie so ein USB-Stick, dann als DevSDA, gut, ein USB-Stick weniger, aber zum Beispiel eine externe Festplatte, die wird dann zum Beispiel als DevSD, was auch immer gerade sozusagen der letzte Buchstabe ist, halt angezeigt und ist auch so zu konsumieren. Das hat Vorteile, darauf werden wir auch gleich noch eingehen, bei welcher Storage-Type ist dann zum Beispiel der richtige für die Use-Cases, sage ich jetzt mal. Bei File-System ist an sich der Punkt, das Ding ist ready to use, wenn man es so sieht. Da ist ein File-System. Das Einzige, was man machen muss, also ist ähnlich effektiv NFS, um mal das populärste Beispiel zu nehmen. Ich kann einfach direkt mein Zeugs draufschmeißen, jetzt mal Performance ab, komplett beiseite gelassen, aber ich kann loslegen. Ich mounte, fertig, let's go. Hat und Vorteile, kann aber auch Nachteile. Ja? Und halt gerade dieses, ich kann mit mehreren Clients gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen, was genau. Bei Block ja eher schwierig ist. Eine Disk bekomme ich an genau einen Rechner, in der Regel. Ja. Es gibt, also um mal kurz da reinzukretschen, es gibt Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten sind aber meistens eigentlich so speziell, dass man das eigentlich einfach als don't think about it. Wenn man nicht den speziellen Use Case unbedingt hat, don't think about it, don't even try it. Sonst ist es eher am Ende eine Sache, die, also so ein XT4-File-System mehrfach mounten, ist jetzt nicht gerade eine grandiose Idee, wenn man dann am besten aus Versehen noch zweimal die gleichen Dateien editiert. Das ist gar nicht gut. Ich glaube auch diese Zeiten haben wir hinter uns, wo wir noch irgendwelche Failover-Cluster gebaut haben oder irgendwelche Konstrukte mit einem einem Cluster-File-System dann, was gab es denn damals, OCFS2 oder irgend sowas, was dann an zwei Nodes gemountet werden konnte. Ach, das war alles, reden wir nicht drüber. War da nicht DRBD? DRBD, ja, kam dann auch rein, das aber eher dann Replikation zwischen zwei verschiedenen Block-Storages, aber ja, es ist alles irgendwie... hat alles seine Daseinsberechtigung gehabt, das eine oder andere. Da gibt es sicherlich immer noch Fälle für, aber es ist in der Regel immer dieses, die Anwendung kann damit nicht umgehen, deswegen müssen wir es auf Infrastrukturseite lösen. Aber das dreht sich ja gerade in diesem Cloud-Native-Ansatz, Hochverfügbarkeit muss die Anwendung machen. Das ist mir aus Infrastruktursicht egal. Genau. Um mal auf den dritten Aspekt nicht erstmal noch zu kommen, auf Object Storage. Bei Object Storage, ich habe es mal ganz blank mit HTTP-Interface verpackt. Da gibt es garantiert auch irgendwelche RPC, gRPC, was auch immer, schlag mich dort, Interfaces, mit denen man da reden kann. Der Hauptpunkt ist, es ist meistens in irgendeiner Form
halt ein HTTP-Interface, mit dem ich ohne weiteres mit meinem Curl sogar schon, also ich brauche nicht eigentlich nicht mal groß eine Library, sondern ich kann auch einfach mit meinem Curl gegengehen, kann Daten speichern, kann Daten getten, ich kann meine Listen machen, aber es ist halt in anderen Aspekten dann beschränkt. Das sind dann so Punkte wie Locking und so. Da ist dann kein Locking effektiv mehr. Das sind so Aspekte halt dann am Ende, die bei Object Storage speziell bedacht werden müssen. Die ist aber trotzdem, solange es entsprechend für den Case passt, meiner Meinung nach sehr attraktiv, speziell für neuere Applikationen macht. Wenn ich eine Applikation habe, die Bilder zum Beispiel von irgendwie so ein Bilderbuch für Leute macht, dann würde ich eher einen Object Storage nehmen, anstatt zum Beispiel ein File System Storage. Weil ich einfach in den Object Storage, Kunde lädt ein Bild hoch, ab in den Object Storage, Berechtigung muss ich zwar über die Applikation abdecken, aber abgesehen dessen habe ich ein Object Storage, der an sich, sag ich mal, unlimited erweiterbar ist. Also es gibt zwar entsprechende Limits, für, ne, wenn man sich schon allein das Timestamp-Problem ja unter Linux anguckt, sage ich jetzt mal, irgendwo gibt es immer ein Limit, aber auch da bis zu einem bestimmten Grad bin ich erstmal unlimited, weil so ein Filesystem geht auch am Ende von der Performance eher in die Knie, als wenn ich ein curl-get mache, um mir halt anzuzeigen, welche Dateien ist sozusagen in diesem Ordner in Anführungsstrichen sind. Und ja, Object Storage ist so, da werden wir auch gleich jetzt im Punkt mit Choosing the right type of storage drauf kommen. Um mal jetzt erstmal wieder von links anzufangen mit Block Storage. Speziell Block Storage, wie schon gerade erwähnt, mit einer Datenbank auf File System Storage ist nicht so cool. Da habe ich mal noch einfach den Satz dazu geschrieben, dass wenn eine Applikation grundlegend ja in irgendeiner Form, wie man es nennt, Direct.io oder ähnliches macht, also speziell, um es mal hier dann nochmal so zusammengefasst auszudrücken, in irgendeiner Form Caching oder ähnliches vom Linux-Kernel nutzen kann oder nutzt, ist es auf jeden Fall bevorzugt, Block Storage zu nehmen. Weil ein Linux-Kernel kann grundlegend schon viel effizienter oder viel mehr da auch machen, selbst auch die Applikation, wenn man halt da den richtigen Storage nimmt. Nicht zum Beispiel für Databases oder für Applikationen, die halt nichts zu sharen haben, ist meistens Block Storage nicht dann rein von der Performance besser. Genau. Ja, ich glaube, die Frage, habe ich ein 1:1 Mapping oder habe ich eben die Notwendigkeit, dass meine Daten wandern müssen, von mehreren abgerufen werden müssen? Ja. In der Block Storage auch klassisch, natürlich aus dem Infrabereich, als Backend für irgendwelche Hypervisor. Es werden virtuelle Disks erstellt, Block Storage Devices. Ja, wie der Name schon sagt, wir brauchen Block Storage. Und das will ich nicht auf irgendwelche Share-File-Systeme drauflegen. Ja, das ist nicht genau der Punkt, aber wiederum, wo ein File-System-Storage auch mit reinkommt. Es gibt halt Szenarien, da geht das nicht anders dann. Also da muss man Dateien entsprechend sharen zwischen mehreren Systemen. Und aber auch schon direkt gesagt, es gibt so manchen Use-Case, bei dem, wenn File-System-Storage passen würde, bei dem dann Object-Storage auch meistens ein valider Ansatz wäre zu nutzen. Ich schaue jetzt mal speziell an Applikationen, die man kann Attachments zum Beispiel hochladen. Wenn ich da irgendwie eine Million User habe, die meine Plattform nutzen, dann ist mir mein Filesystem innerhalb von den nächsten 2 Minuten weg, weil das Ding kracht mir zusammen einfach zu viel. Also der erste, der da ein LS drauf abfeuert, wird, auch wenn es ein Ceph oder was performant und so ist, wird das Ding erstmal ein bisschen in die Knie zwingen, solange die entsprechenden Komponenten wirklich alle so ausgebaut sind von Ressourcen, dass das auch wirklich passt dann zum Beispiel. Es ist einfach, ne, es ist ein, ab irgendwo ist immer ein Breaking Point bei sowas da. Ja, ist vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, auch dieses Ding, wie werden denn Daten gelesen und geschrieben? Wie ist da das Verhältnis? Wenn Daten einmal geschrieben werden und dann nur noch konsumiert werden, im Sinne von abgerufen, dann kann halt auch gerade Object Storage sehr interessant sein. Ja. Object Storage kommt mit den Änderungen nicht so gut klar. Wenn ich jetzt ständig Datei neu schreiben würde, dann ist vielleicht eher ein Filesystem interessant. Bei Filesystemen, das kennen wir alle, zumindest alle, die Linux machen, denen sollte POSIX was sagen. Das ist auch das, wo sehr viele Kunden oder User dran scheitern, auch gerade im Container-Umfeld, Kubernetes. Ich habe viele Pods, die irgendwie jetzt zusammen auf dasselbe Filesystem zugreifen wollen. Und ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, wie eigentlich meine User-IDs und Gruppen-IDs aussehen. Und dann komme ich
komme ich in so Situationen rein, wie der eine Pod schreibt Daten mit einer User-ID von 2000 und ein anderer Pod hat aber dann eine User-ID von 3000 und kann diese Datei nicht konsumieren, die Gruppen passen auch nicht übereinander. Das ist das, wo ich mal sage, Leute, am Ende ist es trotzdem alles POSIX. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie sehen unsere User-ID-Konzepte aus. Sonst funzt das nicht. Das sind so Punkte, die meistens auch einfach übersehen werden bei so einer, sag ich mal, Konzeptionierung. Es ist nicht nur ein, ach cool, jetzt habe ich ein Storage am Ende, wo ich Daten drauf schiebe, sondern zum Beispiel bei File System. Ich bin da mal ich gehe da jetzt mal mit dem, es ist so die Story, das ist so, sag ich mal, mehr oder weniger ein bisschen noch die Anfänge von meinem Einstieg in Storage, nicht mit Cluster in meinem Fall gewesen. Also ich sage jetzt einfach mal, ich habe SQLite-Datenbanken auf einem Cluster betrieben. Es ist nicht schön. Es war auf jeden Fall der komplett falsche Use Case. Aber es war zu dem Punkt halt in meinem Fall der, ach, ich habe ein Storage, ach, Cluster, ach, das wird schon tun. Da ist halt dann ein Aspekt, der mir halt recht schnell auf die Füße gefallen ist. Kubernetes hat meinen Pod einfach auf eine andere Maschine geschoben. Das war nicht das Problem. Aber was ist, wenn die andere Maschine, auf der anderen Maschine noch der Pod läuft, also die Applikation, die diese SQLite-Datenbank nutzt? Ich weiß, wie gesagt, SQLite das blödste Beispiel. Aber da fängst du genau in die Richtung gehen mit POSIX. Welche Punkte sind dann am Ende auch unterstützt? Cluster hat kein File-Locking oder glaubt, hat die Möglichkeit zu aktivieren, aber so eher, glaube wie NFS über irgendwie noch einen separaten Deem, der das Locking dann managt oder irgendwie. Was halt alles so, ja, kann man machen, aber wenn ich halt normalerweise mein Storage hinstelle, sage ich halt erstmal damit, oh cool, ja, let's go. Und dann festzustellen, weil kein File-Locking, habe ich mir gerade meine SQLite-Daten angeschaut. Wie gesagt, blödestes Beispiel, speziell auf jeden Fall auch im File-System-Storage. Aber auch auf andere Sachen, genau. Es gibt andere Sachen auch, wo halt man erstmal nicht drüber nachdenkt und dann merkt man auch irgendwie später auf einmal Korruption, weil zwei Clients gleichzeitig geschrieben haben und dann effektiv Korruption passiert, weil kein Locking schon allein da war. Das ist zum Beispiel für mich halt der Punkt gewesen, wo ich damals, wie gesagt, ich weiß, blöder Case mit SQLite-Datenbanken, aber wo ich damals dann auf Ceph gekommen bin. Ich halt, da ist das mit, ja, welches File-System hat denn jetzt hier irgendwie POSIX-Locking oder halt also File-Locking effektiv implementiert? Also was auch über Clients geshared ist. Ja. Aber ich halt in meinem Fall, wie gesagt, blöder Use-Case, einer SQLite-Datenbanken auf File-System, schlimm, Block-Storage wäre dafür viel besser. Aber trotzdem, das sind dann so Aspekte, die einem überhaupt doch mal klar werden müssen. Das sind minimale Dinge, wenn man drüber nachdenkt. Und wenn man sich so ein Storage erstmal anguckt. Die können auch einem erstmal nicht auffallen. Wie gesagt, so Sachen, wenn man mal bei Festplatten, an HDD, was speziell HDD, also an Bitrot, eher an das Thema Bitrot denkt. Das Problem ist meistens weniger, ich bekomme es irgendwann mit, dann ist es aber meistens zu spät. Und das ist genau der Aspekt bei solchen Features, nenne ich es jetzt mal auch zum Teil, speziell was POSIX angeht. Also, don't forget about POSIX. Ja. Yeah. Und ChangeMod 777 übers Filesystem ist keine Lösung. Auch wenn wo ich da leider hinzufügen muss, dass ja leider, oder was, 770? Glaub, wenn zumindest das Filesystem in den Container meistens gemountet wird, ist entweder 770 oder ich glaube der Worst Case 777. Ist natürlich auch nicht unbedingt schön, aber dadurch, dass es wenigstens im Container gemountet ist, es ist, glaube ich, eine 770. Ich muss nochmal nachschauen, was genau es war. Es kommt auf Storage auch wieder drauf an. Das ist ja schon die Sache. Wenn ich jetzt meine externe Festplatte anschließe mit NTFS, ich habe keine Berechtigung. Also ist alles 7.7 so gesehen. Ist ja noch ein bisschen limitiert, der Support dafür. Aber, um mal jetzt endlich auf den letzten Storage-Type zu kommen. Object Storage. Wenn die Applikation eigentlich so, sag ich mal, irgendwo hin ein bisschen Cloud-Native ist, ist meistens ein Object Storage recht interessant. Einfach, wie gesagt, es ist rein von der Skalierbarkeit. Wie gesagt, jetzt gedenken wir mal an Google Fotos. Mal wirklich das als Real-Life-Beispiel. Google Fotos, ich wette, da ist irgendwas wie Object Storage hinten dran. Weil wir reden von Millionen, Milliarden, wenn nicht sogar Billionen Fotos, also kleine fusselige Dateien, die alle in irgendeiner Form in den Storage liegen müssen, ja, die dann am besten per ID entsprechend abrufbar sind ohne weiteres. Was aber auch eher, ne, nicht vergessen, es muss ja auch am Ende skalierbar sein. Da kommen wir wieder auch hin.
Und das ist halt so ein Aspekt, dadurch, dass man diese anderen Features eigentlich verliert, gewinnt man zum Teil durch Object Storage halt entsprechend einfach diese Skalierbarkeit mit dazu. Das ist halt ein Aspekt, den man bei Object Storage nicht vergessen sollte. So ein Object Storage skaliere ich meistens, was ist skalieren? Ich hole mir S3 von AWS da her und dann pumpe ich da Daten rein, solange meine Kreditkarte genommen wird. Das sind halt so Punkte. Die NSA puffert das eh alles zwischen. Passt schon. Wenn ich Datenverlust habe, NSA, ne? Ja, bestimmt. Danke. Gehen wir mal endlich zu Second Day Operations weiter. Denkt durch den Tag. Wisst ihr, wenn der Tag lang ist, ne, da, ja. Am zweiten Tag ist es schon kein Tag mehr, das sind das nur noch Stunden, dann bis es live gehen muss. Genau. Naja. Der Punkt ist, speziell auch auf Kubernetes betrachtet, es gibt verschiedene Tools, um Backups zu machen. Velero mit Hooks. Warum ich dieses mit Hooks erwähne? Velero hat ein Konzept von Hooks, womit man zum Beispiel einer Datenbank sagen kann, hey, sync dich doch mal bitte sozusagen. Also mach mal Sync auf Platte so gesehen. Womit ich auch da direkt drauf eingehen möchte, ist, egal was für eine Applikation normalerweise gebackupt wird, man muss in irgendeiner Form immer irgendwas custom haben. Zum Beispiel bei einer Datenbank. Ich kann eigentlich... Ja? Fangen wir mal anders an. Brauchst du überhaupt Backup? Weil ich meine, an sich habe ich doch Ceph, der macht doch Replikation. Ja, man sollte Backup haben. Auch so ein Ceph kann sich zerlegen. Auch wenn so ein Ceph sehr stable ist, also das ist zum Beispiel, was ich in der Ru-Community gelesen habe, von Leuten, die irgendwie, wir haben mal wieder das Network-Split-Brain gehabt und alles drum und dran und ach, nachdem irgendwie ein Netzwerkproblem resolved war, hat sich Ceph wieder komplett gefunden und alles, ohne groß Tram-Dram. Ja. Also es sind so Aspekte, also man kann Ceph kaputt kriegen, aber wenn man nicht gerade hergeht und die Platten sozusagen dann anfängt zu schrotten, auf denen halt die Daten liegen, jetzt abgesehen von der Platte geht kaputt, das ist natürlich ne, ein anderer Aspekt wieder mit wie viel Replikation von Daten habe ich. Aber auch da, wenn ich nicht gerade hergehe und alle Platten gleichzeitig schrotte, wird so ein Ceph eigentlich immer darum, ja, kämpfen und auch präventieren zum Beispiel. Das ist auch ein Punkt. Ich kann, was Rook ja auch nutzt, bei Ceph anfragen mit, hey, kann ich diesen Prozess stoppen? Also kann ich zum Beispiel diesen Datenspeicher, diesen OSD stoppen überhaupt? Ja. Das sind so Punkte, wo auch Ceph selbst dann sagt, hey, nee, kannst du nicht, weil so und so viel Data would be degraded, bla bla bla. So halt Safety. Das ist der Punkt auch mit Ceph. Wenn man Ceph rein von der Performance schaut, Ceph ist schnell und alles. So wäre es nicht. Aber Ceph's Aspekt am Ende des Tages ist immer 100%ige Data Safety. Das heißt, Ceph würde Performance einbußen in favor of Daten sozusagen sind sicher geschrieben, in Anführungsstrichen, um es mal so auszudrücken. Genau, das ist vielleicht auch der Punkt eher dieses Thema, was will ich denn eigentlich sichern, wovor will ich mich denn eigentlich schützen? Geht es mir darum, ich möchte meinen Ceph wegsichern, weil ich Angst habe, dass ich den Cluster crashe und meinen Cluster verliere? Oder geht es mir darum zu sagen, ich möchte gerne ein Backup von meiner Anwendung haben oder den Daten der Anwendung eben gerade auch um Applikationsproblemen oder auch versehentlichem Dateienlöschen in einer Anwendung selber vorzubeugen? Und da sind wir nämlich an dem Punkt, wo dann gerade auch Velero und die Hooks ins Spiel kommen. Wenn ich dann sage, okay, ich habe Datenbanken oben drauf laufen, von denen möchte ich vielleicht mal einen Ist-Stand abbilden und wegsichern, falls meine Datenbank mir morgen bei meinem Update crasht, dass ich auf irgendeinen Stand zurückfallen kann. Weil aus Storage-Sicht ist ja weiterhin alles okay. Die Daten sind repliziert, die Daten sind da. Ob die Daten deiner Anwendung einen Sinn ergeben, das ist dahingestellt. Genau. Um mal ein bisschen Gas zu geben gerade. Beim Punkt Disaster Recovery, den ich einfach, da muss ich sagen, echt Shoutout an den Kunden, bei dem ich gerade arbeite. Darüber hatten wir es nämlich sogar bei denen gerade auch, wegen Disaster Recovery. Und es wurde ein interessanter Punkt angesprochen. Warum, also von allem wird Backups gemacht, aber wenn zum Beispiel Backups, ich sage jetzt mal, fehlen, also wenn bestimmte Daten fehlen, dann ist es halt ein, und dann werden die Daten einfach neu berechnet. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Es gibt, glaube ich, in meisten Applikationen in irgendeiner Form Dinge, die halt, natürlich ist es blöd, dann ist man zum Beispiel wirklich auch für einen Tag down, weil die Daten erst recalculated werden müssen. Aber auch da ist wieder der Aspekt zwischen, bin ich down halt für einen Tag, weil ich die Daten effektiv wieder herstellen kann durch
Recalculation in manchen Fällen zum Beispiel? Oder bin ich halt down, weil, also für immer eigentlich down, weil ich gerade die ganzen Daten verloren habe, so gesehen, komplett. Natürlich gibt es Daten, die man haben muss, immer noch, um natürlich diese Berechnung wieder anzustellen. Es kann zum Beispiel schlecht jetzt Passwörter von Usern wieder neu auswürfeln. Das fänden die User wahrscheinlich nicht so cool. Aber das sind halt so Punkte, die man sich mal auch ein bisschen einfach nochmal vor Augen führen muss. Dass nicht alle Daten unbedingt sind kritisch, wenn sie unbedingt komplett verloren gegangen sind. Für manche Punkte kann man einfach auch neu berechnen. Genau, das ist die Frage eben. Kriege ich die Daten neu berechnet? Was für einen Zeitaufwand? Kriege ich sie neu berechnet? Weil machen wir uns nichts vor. Wenn wir große Datenmengen aus einem Backup wiederholen müssen, wo auch immer das am Ende gespeichert wurde, vielleicht liegt das auf Tape, das dauert auch eine Weile, bis ich da meine, keine Ahnung, 20 Terabyte wiederhergestellt habe. Ich kann da auch nur mal den privaten Case kurz sagen noch mit, ach ja, ich habe meine paar Terabyte an Daten auf einem SFTP-Storage. Ach, ist ja, kriege ich ja hin mit meinem schnellen Internet. Und dann hockt man da aber halt schon so irgendwie 2-3 Tage, um dann auch nur diese paar Terabyte in Anführungsstrichen aus dem Netz wieder rauszukratzen. Und auch mit einem schnellen Internet. Irgendwo ist immer ein Bottleneck, genau dann, wenn man es gerade nicht brauchen kann. In einem dann meistens Disaster Recovery Szenario. Aber das ist halt so die Sache, wie gesagt, so dieser Disaster Recovery mal ein bisschen mehr in den Zaun setzen. Nicht zu sagen, den Plan eigentlich so gestalten. Ich weiß, für manche Firmen ist das natürlich schon eine grundlegende finanzielle Katastrophe dann. Aber so im Namen für den Disaster Recovery Plan so zu haben, sozusagen, wenn alles wirklich gerade weg ist, mal, wie schnell, also was schaffen wir zum Beispiel recovered in 24 Stunden? Weil am Ende ist das Wichtigste, was laufen muss, das Core Business. Zum Beispiel dann genau zu sagen, bei zum Beispiel irgendeinem speziellen Webshop zum Beispiel mal als Beispiel. Ach, es juckt doch nicht, ob die Kommentare oder Reviews jetzt vielleicht noch für 2 Tage nicht da sind. Solange die Leute wieder einkaufen können, um es so auszudrücken. Das ist ja dann genau einer dieser Aspekte. Hauptaspekt meiner Meinung nach, speziell von einem Disaster Recovery Plan, sollte zweistufig sein. Erster Aspekt, wie kriege ich mein Core-Business wieder online? Und zweiter Schritt dann, wie kriege ich den Rest sozusagen wieder online, der mehr so Anhängsel halt ist, der bringt eh kein Geld, so gesehen, um mal böse zu sagen, sondern bringt, wenn dann User Experience oder so noch mal ein bisschen stärker auftrat. Und das sind halt so Punkte, wie gesagt, einfach mal drüber nachdenken, was für Daten brauche ich, wie staffel ich meinen Disaster Recovery, wenn wirklich mal alles weg ist und wo man nochmal auf die Backups are easy plus Restore hopefully works, nicht nur Backups machen, sondern mindestens mal vielleicht einmal im Monat mal gucken, ob das Backup auch restorebar ist. Denn auch eine kaputte Platte in so einem Backup-Storage kann vielleicht auch bei einem Raid mal ganz nach hinten losgehen, wenn der Azubi die falsche Platte tauscht. Das sind auch immer so die Klassiker aus dem Ops-Daily-Business. Backup hat immer funktioniert, wir haben aber nie getestet, ob es wiederherstellbar ist. Oh, wir stellen fest, dass wir seit Monaten nur Schund backupen. Ja, das ist genau der Punkt, mit welchen Daten sind gebraucht? Vielleicht zum Beispiel Data Directory von der Datenbank geändert. Von Valid MySQL zum Beispiel auf irgendwas, Home MySQL, mal blödes Beispiel. Ja, dann wurde der Backup-Skript angepasst. Nö. Oh, nee, der wurde nie angepasst. Ach, super, jetzt haben wir da irgendwie für Monate Daten verloren. Das sind so Aspekte, die man sich da einfach ordentlich auch schon grundlegend bei der Planung von manchen Tasks mit immer im Auge haben sollte, sowas zu bedenken. Ja. Über nach DevNull backuppen, da ist eine Menge Platz drin. Genau. Als Summary, RookSeph, cool, wir können damit Seph in Kubernetes in Container laufen lassen, woo, Container, wir können auch ein existierendes Seph-Cluster mit managen, wie gesagt, speziell was Kubernetes angeht, kann halt doch auch entsprechende Komfortfunktionen haben, durch dieses läuft auf jedem Server, ich kann recht schnell Dinge verändern, indem ich einfach nur ein bisschen YAML-Code verändere, wir haben die CADs, also über diese Operator-Logik, diese Custom-Objekte, die RookSeph damit bringt, die sich da recht schön in Kubernetes integrieren. Wir haben zum Beispiel bei Seph speziell ja Block, Object und File System Storage in einem Backend, anstatt zum Beispiel, Minio für Object Storage und irgendwas anderes für Block Storage und dann nochmal was anderes für File System Storage. Und am Ende ist es Open Source. Feel free to, join the project. Wir haben einen RookSlack auch, wer da Interesse hat. Hauptsächlich kann ich empfehlen, rook.io. Gerne anschauen. Schaut euch die Getting Started Guides entsprechend an. Genau, Kim. Your time to shine. Jetzt war ich.
Ansonsten, wenn ihr die Experten braucht, sind wir da. Kontaktiert Claudical. Wir haben Support für Rook, den nennen wir Expert Call. Wir haben ein weiteres Framework gelauncht, um Open Source Tools auszurollen und zu betreiben, den Vanilla Stack, in dem auch Rook inkludiert ist. Schaut es euch an, vanillastack.io, ebenfalls alles 100% Open Source. Und ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, durch und würden uns über Fragen freuen. Vielleicht seid ihr auch alle wunschlos glücklich. Das sehen wir jetzt gleich. Wer weiß. Großartig. Ich bin angetan. Vielen, vielen Dank. Tolle Präsentation, toller Talk. Fragen im Chat? Ihr kennt es, liebe Teilnehmer. Bombardiert die Jungs. Noch sind ansonsten sie da. Ansonsten aber auch gerne auf dem RUG-Safe-Slack. Ich würde auch bitten, den Slack zu nutzen, anstatt ein GitHub-Issue aufzumachen. Ist immer einfacher, halt in Realtime zu kommunizieren, anstatt ich antworte, kriege dann hoffentlich in 5 Tagen eine Antwort. Ist immer ein bisschen einfacher, wenn man hier die Fragen oder halt dann im Slack dann hat. Mhm. Genau, und ansonsten RUG.io, die Doku, auch die Links zum Slack unten im Footer der Webseite. Ansonsten gerne auch hier die Fragen. Genau. Dankeschön.